Alter, wieder das falsche mitgenommen. So, jetzt. Ja, ich muss das mal ausfedern. Und würde mal sagen. Kommt zurück. Zu einer Runde Metro. Fortsetzen. Fortsetzen hier. Ein Stündchen. Stündchen Metro. Der Name des Freundes ist Pavel. Er hat einen Aufklärungstrupp der Roten angeführt, der von den Faschisten ausgelöscht wurde. Ich habe die Kommunisten nie sehr gemocht, aber Pavel verhält sich wie ein echter Held. So. Mal ganz kurz. Ist schon wieder. Die Gesamtlautstärke nochmal runter, das ist ja Wahnsinn. Warte mal, kann man rausgehen? Okay. Kein Wunder, dass ich dich na dann. Ach ja, wir sind ja entkommen. Es geht die Treppe hoch. Bin ich ja mal gespannt. Aber das jetzt wurde von Sparta eingenommen und besetzt. Sparta! Und die gierigen Rotten fletschen ihre Giftzähne, um anzugreifen und das zu stellen, was rechtmäßig euch gehört. Doch das werden wir nicht zulassen. Lang lebe das Reich! Was wollen Sie? Scheiße! Ein Na toll. Da haben sie mich erstmal schön wieder genommen hier, hä? Das ging ja aber fix. Hä? Mensch, das kommt laufend raus hier. Jetzt. Was wollen Sie? Scheiße. Was zum Teufel? Lass mich übelst trennen, Leute. Weg hier, Kinder, weg! Haut ab! Scheiße, weg hier! Ja, oh. Mach auf! Boah. Ich brauche auch unbedingt. Ja, egal. Halte durch, Atom! Alter!
Tja, entkommen 1A. Wir haben das Unmögliche geschafft. Jetzt muss ich den Orden darüber informieren, dass der Schwarze vermisst wird. Was bedeutet, einzugestehen, dass mein Auftrag gescheitert ist. Aber wenn er unten in der Metro ist, werde ich ihn nicht alleine finden können. Ich muss zur nächsten neutralen Station kommen und dann zur Polis, dem Hauptquartier des Ordens. Pavel wird mir den Weg zeigen. Oh, okay. Sieht so aus, als hätten wir sie abgehängt. Jetzt beeilen wir uns besser, zum Theater zu kommen. Boah, das können wir nicht ziehen, was, Kumpel? Alles klar mit dir, Kumpel? Sehr gut. Diese Rüstung bewirkt Wunder. Scheiße! Eine Sackgasse. Festhalten! Zack, wieder durchgerammelt. Oh, wo ausschlau, dass der das durchrammeln muss, oder? Puh, Alter, Endstation, was? Tja, nützt ja nichts. Von hier an müssen wie lange wir der durchhält. Mir nach. Okay, ich kann mich nicht erinnern, diesen Tunnel auf irgendeiner Karte gesehen zu haben. Tja, wir sind jedoch noch auf Reisboden. Da ist Vorsicht geboten. So geil, wenn ihr wieder mal keine Munition hast. Oh geil, Munition. Ja Mann, ich such grad wegen Munition hier ein bisschen, ne? Kollege. Ich komme ja gleich. Alter, der nervt dir jetzt schon, der stresst, oder? Was denn? Achso. Gut. Okay, warte hier, während ich mich umschaue. Ein echter Ninja. Bringen wir ihn zum Wachposten. Und was, wenn dieser Scheißer nicht alleine ist? Achtung, zweiter Wachposten. Überprüfen Sie Ihren Sektor des Tunnels. Wir haben hier eine Ratte in den Schächten. Bleiben Sie aufmerksam. Es könnte noch mehr da sein. Verstanden. Überprüfen das. Ende. Um den mache ich mir keine Sorgen. Stimmt. Wer weiß, wie viele von diesen Bastarden sonst noch in den Schatten laufen. Alles, was ich weiß, ist, dass wir sie besser finden sollten. Siehst du was? Überprüfen wir die Sackgasse, wo wir schon mal dabei sind. Nur um sicher zu gehen. Durchschleichen. Nimm mir Geld von der Belorussia. Da gibt es diesen Puff, der verknallte sich in einer der Nuppen. Fing mit Heiraten und so einer Scheiße an. Vermutlich um ein paar Freinummern zu bestellen. Und eines Tages tauchte das blöde Miststück an einem unserer Grenzposten auf, um nach Mikkel zu suchen. Und?
Gehen wir doch auf die Art rein, hä? Nehme ihn unter Beschuss! Ich will doch nochmal die Munition. Die Mucke auf immer. Schlüssel ist immer gut. Strommunition ist auch immer gut. Ist ja gleich. Hätte alle abknallen können. Oder? Unterschiedliche Munition. Wählen Sie die Hauptwaffe aus unterschiedlichen Munition ab. Mal gucken gehen, was man hier. Vielleicht finden wir ja ein Buch oder so, wisst ihr? Ah, hier. Als ich das erinnere, habe ich sogar den Finger ein bisschen an die Tür gehauen. Ah, hier. Ich habe ein großer Krieg steht hier bevor, okay. Na da. Bin ich mal gespannt, was hier abgeht. Sollen die Funzel mal. Funzel mal anmachen, um ein bisschen Licht reinzubekommen. Was? Ich ergebe mich, hörst du? Ich gebe auf! Sollen die Obermotze es doch auskämpfen, mir reicht's! Thank you.
Wenn wir glatt wie Pavel haben, ich scheint das schon. Das reicht aber auch nicht, und Chef. Das Gereich geht dem Orden schon fast an die Kehle und versucht die Kamei zu nehmen. Wenn die rote Linie. Okay. Ist gut. Durch. Rainer mit dir. Spidey ist. Kabelschacht oder so richtig, Alter. Pavel wird ziemlich sicher gehängt. Wer weiß, was mit mir passiert wäre, wenn er mich nicht befreit hätte. Rot, blau, gelb. Welchen Unterschied macht das schon? Er hat sein Leben für mich riskiert. So etwas erlebt man in der Metro sonst nicht. Ich kann ihn nicht einfach im Stich lassen. Nee, das geht nie. Da geht's mal weiter. Artyom! Scheiße! Ich wusste, dass du mich nicht im Stich lassen würdest. Du bist ein echter Kamerad. Ich stehe für immer an deiner Schuld. Jetzt bring mich von hier weg, dann führe ich dich in 0, nichts nach Hause. Scheiße! Die kommen meinetwegen! Bringe mich zur Schlinge! Viel Glück, mein Freund! Du bist jetzt meine einzige Hoffnung! Na los, schwing deinen Hintern hier raus, du verdammte Kommunistenratte! Oh oh. Aber wie komme ich jetzt hier durch? Ich muss hier irgendwie mal runterkriechen können. Am besten hier. So, jetzt wird hier. Jawohl. Boah, krass. Das ist ja nur Schrot, ey. Thank you.
Denn ihr Disco-Tanz oder was? Er ist hier! Gott, den Kommunis! Du Schwein! Tipp. Auf dem Weg genietet hier. Ich gehe jetzt weiter, aber ich will noch mal das andere da erforschen, ob ich dort auch... Gibt es ja noch den Raum? Krass. Scheißhaus. Nee, ich muss da durch. Aber ich muss mal ganz schnell Toilette. Okay, wieder da.
So, wieder zurück. Geht's weiter. Muss hier rein, los. Alles ausmachen erstmal, zack, zack, zack. Der Strom, der hier summt.
geil. Geil. Alle weggenietet. Ich brauche einen Schlüssel. Unbedingt einen Schlüssel. Geil. Erstmal heilen, die Leute. Ständig hau ich das Zeug hier weg. Eine verdammte Granate! Dafür lassen wir sie bezahlen. Mann, verletzt! Munition und alles hier einsammeln, das ist ja übelst viel. Ich habe ja übelst viele weggenietet. Hab ich gar nicht was gesehen hier. Bei Generatoren hier, krass. Naja, okay, dann gehen wir weiter. Eine Angel, geil. Ist hier schon wieder irgendein Raum? Ich habe keinen Typen, der hier irgendwas Rotes hat. Doch noch mal was. Wieder raus.
Das ist ja cool. Da kommen wir auch wieder hier raus. Ich muss, glaube ich, dort hoch, oder? Und dann irgendwie. Ich ergebe mich! Ich ergebe mich! So. Ich lege jetzt meine Waffe weg und komme raus. Nicht schießen! Im Grunde hat es in mir doch nie einen dauerhaften Frieden gegeben, bla bla bla. Ja, okay. Mittwoch gekämpft worden. Und nun vor dem neuen letzten Weltkrieg steht vor. Hilfe. Ich überlege gerade. Ah, okay. Ich hatte doch bitte den einen Tresor gefunden, ja. Den einen Tresor. Wo war der Tresor? Boah, wo war denn der Tresor nochmal? Nee, auch nie. Mumpeln. Nochmal gucken. Der war auf jeden Fall hier irgendwo gewesen, das weiß ich. Hier bin ich hier gekommen. Hier runter. Jetzt sind sie schon 10 Schalthebel. Ich bekomme gerade. Boah, war dieser verfickte Tresor, ey. Tresor. Wo war der Tresor? Wacht auf, verdammt, ihr seid er. Gut, den Tresor, da habe ich. Muss man glaube ich hier lang. Die Verhandlung des gefangenen Spions von der Roten Brigade ist da. Alle Reichsbürger, die gerade nicht im Dienst
Scheiße, du. Der Lampe ist aber auch geil hier, ne? So würdest du es nie sehen, aber so. Boah. Im Namen des großen Reichs wird der Kommandant, egal, der in verbotenen Bereich festgenommen wurde, zum Tode durch Erhängen verurteilt. Fickt euch! Tot im Faschisten! Könnt ihr euch gerade wegkommen? Lange! Oh, ich dachte, ich krieg den. Was für eine Sirene. Weg von hier, sonst liegt dir ein zweites Stalingrad. Das ist ja ein zweites Stalingrad. Geil. Noch gerettet, ey Gott. Ich zog Pavel aus der Schlinge und er sagte, dass er mich so nah wie möglich an die Police heranbringen würde. Dann werde ich den Orden kontaktieren und von den Geschehnissen berichten. Der Weg zum legendären Theater führt durch die Katakomben. Ich war noch nie zuvor hier und ohne meinen neuen Freund wäre ich vermutlich völlig verloren. Ich hoffe, er kennt den Weg. Ich hoffe, dass der den Weg kennt. So macht man das. Genau wie die drei Musketiere, was? Wenn es nur zwei wären. Hast du das Buch mal gelesen? Echt verwirrend. Aber ich habe es geliebt. Ich wollte immer Asmus sein. Du kannst ein Kanyon sein, ha? In Ordnung. Unsere Zeit ist knapp. Wir gehen von hier aus zum Theater und dann gehst du zur Polis und ich zu den direkt einen Schlüssel gefunden. Kein gutes Zeichen. Scheiße! Fünfte! Bitte kommen! André! Fünfte hier! So geil aus, oder Leute? Das Licht in den Tunnels aus. Die sind jetzt totes Fleisch. Verstanden! Totes Fleisch. Ja, was jetzt? Das werden wir noch sehen. Ach, so hart damit. Willst du nicht möglich machen? Wieder Munition verhauen, ja. Schissen das Licht ausgemacht. Diese Dinger hassen es. Okay, Spartaner, eine kurze Lektion. Patronen helfen hier nicht. Aber da sie Angst vor Licht haben, machen wir es hier hell. In Ordnung? Da brennt alles ab. Geil. Anscheinend haben sie den Tunnel gesprengt. Vielleicht ist etwas auf der anderen Seite, das sie nicht mit Schüssen aufhalten konnten. Halt! Ich spüre einen Luftzug. Irgendwo muss da ein Weg durchführen. Ja. Artyom, hilf mir mal! Oh, hier? Ja. Geil. Komm schon, Artyom! Hammer. Komm, ja. Ja.
Dieses fette Eisen. Up, up, up. Hey, komm runter! Scheiße, überall Spinnweben. Diese kleinen Dinger können das nicht gewesen sein. Hier müssen größere Viecher sein. Mann, pass auf, dass du sie nicht wächst. Scheiße! Sie sind ganz nah! Warte, Artyom! Keine Hektik! Sei hier vorsichtig! Sieht frei aus! Lass uns gehen! Ah, hier, Bro. Okay, hoffen wir mal, dass der Aufzug funktioniert. Ist ja geil. Was ist das denn Geiles? Das ist ja nice. Also, was ist jetzt? Jetzt geht's los. Bremse angezogen oder was? Scheiße. Komm schon. Das Ding fällt aber weit auseinander, wenn ich das so sehe. Die haben uns gehört. Scheiße, wir sind direkt in ihrem verdammten Nest. Nimm das mit, Stück! Siehst du den Bauch? Das ist die einzige verwundbare Stelle. Der Rest ist zu hart gepanzert. Okay. Okay, Artyom. Wenn wir einem dieser Dinger begegnen, dann macht eine Lampe an, bis es seinen Bauch zeigt. Hast du verstanden? Die Mistviecher hassen das Licht mehr als alles andere. Komm schon, mir nach. Okay. Blödes Mistviech! Artyom! Nimm das, du Miststück! Puh, danke, Kumpel. Einer für alle, was? Was ist denn aber los? Jetzt haben wir mal gutes Zeug dabei hier. Das ist hoch. Alles klar, Job! Spring! Los geht's! Mist! Die schon wieder! Artyom, nimm deine Lampe, um sie abzuwehren! Ich versuche, uns rüberzubringen! Klasse! Das sollte gehen!
das rauszuziehen. Was denn? So, schon fast wieder eine Stunde rum. Dann den nächsten Speicherspot würde ich dann erstmal ausmachen. Mal was zu essen machen, schönen Salat. Der Typ ist so geil, das Spiel gemacht. Ja. Geile Idee, Bro. Mach's mir nach. In den Wagen. Sehr gut. Der Satz ist scheiße. Mach die Karte, dass sie sich umdreht. Wenn sie offen ist. Hier, ich heb dich hoch. Ja. Scheiße, die sind drinnen. Artyom, hilf mir. Krasser Dude, oder? Krasser Kunde. Schneller, schneller, schneller. Los geht's! Los geht's! Alles klar, Artyom! Komm schon! Los geht's! Los! Wie gefällt euch das, hä? Wie gefällt euch das, ihr Schlampen? Okay, hier sind wir sicher. Das Licht, ja. Warte einen Moment, Artyom. Ohne Licht ist das Licht. Lass mich eine Fackel oder sowas machen. In Ordnung. Es werde Licht. Oh. Gut so, Bro. Gut so. In Ordnung. Lass uns gehen. Der brennt ja alles schön ab. Sehr gut. Stopp, warte mal. Komm her, Bro. Sieht nach einem elektrischen Schloss aus. Okay, die Drähte führen nach... Jetzt kommt was. Da! Hey, sieh mal, D'Artagnan. Du hast die Lampe. Wenn du den Drähten folgst, müsstest du zu einem Sicherungsgarten kommen. Okay, Bro, mach ich. Er hat früher das Tor betrieben, aber die Batterie ist sehr wahrscheinlich jetzt leer. Wenn du sie findest, musst du dein Ladegerät daran anschließen und wir versuchen, die Tür zu öffnen, okay? Okay, pass auf. Jetzt gespeichert, Leute. Ich sage erstmal ciao, bis nächstes Mal, bis zur nächsten Runde und dann geht's weiter.